Kompakt-SUV, Coupé, der neue VW Taigo. Herzlich willkommen, liebe Schwabenchecker-Freunde. Jo, bevor ich es wieder vergesse, vielen Dank ans Autohaus Weber, wieder für die schnelle Abwicklung. Ja, nimm mit, teste, wir haben was Neues da, gute Ausstattung, Airline. Ja, aus Weilerstadt, vielen Dank. Gibt natürlich auch noch Leonberg, Herrenberg und Kalf, Audi, VW, Skoda, Cupra, alles, was das Herz begehrt. Alles tolle Leute, geht mal vorbei, sagt einen Gruß vom Schwabenchecker, ihr habt das Video gesehen. Was haben wir hier? Jo, wir haben in dem Fall hier die 150 PS Variante, Doppelkupplungsgetriebe, Airline, schon relativ gut voll. Wo geht es denn los beim Taigo? Und zwar beim Grundvariante Taigo, 19.870 Euro. Dann gibt es die nächste Stufe aufbauend, das ist die Live-Variante, die kostet 23.000 Euro. Dann gibt es die nächste Stufe, das ist der Style, der ist dann schon ganz ordentlich ausgestattet, der gefällt mir auch persönlich sehr gut. Der geht los bei knapp 27.000 Euro und hier Airline, da geht es los bei 28.260 Euro. Jo, so wie er hier steht, sind wir dann bei knapp 38.000 Euro mit gewissen Extras, kommen wir noch dazu. Was cool ist, den gibt es schon, in Südamerika läuft er unter dem Namen Nivus. Ja, da gibt es den schon und jetzt ist er 2021 nach Europa gekommen unter dem Namen Taigo. Er hat Brüder unter der gemeinsamen Plattform MQB A0, Polo, T-Cross, Seat Ibiza, Audi A1, Skoda Scala, Arona. Das ist alles die gleiche Plattform und der soll sich hier irgendwo zwischen Polo und T-Cross einordnen. Und das, finde ich, macht er, was ich jetzt schon ertestet, erfahren konnte, ganz gut. Da würde ich nicht lang rumquatschen. Ich würde sagen, wir gehen ab nach hinten zum Heckcheck. Bis gleich. Kommen wir zum Heckcheck von diesem schönen VW Taigo. Abgedunkelte Heckscheibe, 220 Euro, immer extra. Schwarze Dachreling ab der Variante Live, eloxiert, schwieriges Wort von Schwabe, ab der Variante Style serienmäßig, die bekommt ihr gratis mit dazu. Kommen wir zu den Rücklichtern. LED-Technik haben wir Serie, die brauchen wir nicht extra kaufen oder in einem extra Paket. Das ist immer so. Dann haben wir auch, was ich gut finde, LED-Technik-Kennzeichenbeleuchtung und der Rest natürlich auch komplett. Wir haben ab der Variante Style hinten dann auch noch eine Chromstoßstange mit Chromumring. Wir haben ja hier die sogenannte Airline. Da ist alles ein bisschen sportlicher, ein bisschen brachialer. Auch so diese Fake-Auspuffrohren hier, ne? Rechts und links mit dabei. Finde ich, sieht aber schon richtig edel aus. Sensoren vorne und hinten ab der Live-Variante Serie. Und dann ist dann auch automatisch der Rangierassistent mit dabei. Den haben wir extra getestet. Schaut euch das Assistenzsystem-Video an. Rückfahrkamera, die kostet 280 Euro im Einzelnen, 360 Grad haben wir gar keine. Oder ihr habt zufällig das Komfortpaket, was wir hier mit dabei haben, für 775 Euro. Dann ist noch mit dabei schlüssellos Tür öffnen und schlüssellos starten mit dabei. Und die zwei Zonen Klimaautomatik, sogenanntes Komfortpaket. Genau, wenn wir noch hier unten sind, wir haben optional für 785 Euro eine Anhängerkupplung, die ist jetzt hier nicht dabei. Dann haben wir 55 Kilo Stützlast, finde ich einen Ticken wenig. Da könnten wir ruhig auf 60, 65 Kilo hochgehen. 75 Kilo Dachlast haben wir noch. Und dann dürfen wir ungebremst 650 Kilo oder 1200 Kilo gebremst maximal ziehen, je nach Motorenvariante. Da kommen wir dann noch später vorne dazu. Heckklappe, rein manuell, elektrische Heckklappe gibt es nicht optional erhältlich. Klappt. Schon relativ weit hoch. Einen Klemmschutz können wir keinen machen. Brauchen wir auch nicht, was ich wieder gut finde. Hier, das Warndreieck ist oben drin, müssen wir nicht bei einem Unfall rumkruscheln. Ja, ich würde sagen, wir klappen gleich mal live um. Genau. Völlig entspannt zum Rausnehmen. So. 450 Liter Ladevolumen. Und den doppelten Boden gibt es in dem sogenannten Komfortpaket. Dann gibt es auch Beifahrersitz und Fahrersitzhöhenverstellung, Schublade unterm Beifahrersitz, Sitzheizung mit dabei für 770 Euro. Und ab der Style-Variante
ist der doppelte Boden dann automatisch mit dabei. Dann können wir den auch hier so einhaken, dann hebt es. Genau, so hier oben haben wir unsere 450 Liter und dann können wir aber noch, wie gesagt, mit dem doppelten Boden, zack, nach unten, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Und dann haben wir aber keine ebene Fläche mehr. Aber 1, 2, 3, 4 Verzurösen Serie. Was ich in dem Kofferraum vermisse, rechts, hier haben wir es, zack, ein Licht auf der rechten Seite, hätte ich gerne noch einen links, damit sich ein bisschen besser ausleuchtet. Und ja, hier haben wir noch einen Häkler, was zum Einhängen, genau zwei Stück. Das war's, 12 Volt Steckdose haben wir hier hinten leider gar keine. Genau, Ersatzrad, wie gesagt, haben wir noch und unseren Subwoofer. Wir haben die Beats-Anlage mit dabei für 605 Euro extra. Wer auf Musik steht, ein Muss oder auf Klang. Ja, gut, 40 zu 60 umklappen, das ist serienmäßig. Das brauchen wir nicht in einem extra Paket holen. Zack, dann sind wir relativ eben und dann haben wir unsere 1280 Liter Ladevolumen. Genau. Was ich auch ein bisschen klein finde, ist der Tank mit 40 Liter. Nehmen wir gleich mal 5 Liter Reserve weg, dann habe ich nur 35 Liter, wo ich verballern kann, sage ich mal. Ja, wird schon ein bisschen sportlich, obwohl er mir 570 Kilometer Reichweite angezeigt hat. Kommen wir aber nachher noch dazu. Hat was mit dem Gewicht zu tun, der wiegt 1,2 Tonnen. Und das finde ich wieder gut, muss nicht so viel bewegt werden vom Gewicht her. Das spart Sprit. Genau, jetzt würde ich sagen, Björn, gehen wir ab zum Seitencheck, zum Rücksitzbankcheck. Bis gleich. Elektrischer Außenspiegel, einstellbar und beheizbar, Serie. Möchtet ihr, dass es sich einklappen, absenken bzw. Umfeldbeleuchtung? Sehen wir jetzt nicht. Schaut euch das Ambiente-Video an, dann seht ihr das. Ab der Variante live mit dabei. Schließen und öffnen, mit reingreifen. Wie gesagt, das Komfortpaket für 775 Euro. Da ist es dann mit dabei. Schließt gut da hinten. Es gibt noch das sogenannte Roof Pack. Das heißt, ich kann mir das Dach schwarz lackieren lassen oder folieren, was weiß ich, was wir machen. Ich denke mal lackieren. Dann haben wir so ein bisschen Kontrast. Bei einem schwarzen Auto macht es natürlich nicht wirklich viel Sinn. Aber wenn ihr ein helleres Auto habt mit einem schwarzen Dach, dann sieht es auch eher ein bisschen sportlicher geduckt aus. Wie gesagt, Roof Package. Genau. Aufmachen, typisch VW, ne? Klar, fühlt sich gut an. Auch vom Geräuschpegel her ist es in Ordnung. So, hier können wir wieder die Türen manuell mit dem Schlüssel verriegeln, dass die Kinder von Ihnen nicht aufmachen können. So, ich schalte mal mein Mikrofon und dann gehe ich mal rein. Ich bin gefahren, also ich bin knapp 1,80. So. Gut. Sieht gut aus, ne? Was ich cool finde, dass ich in so einer bisschen in so einer Mulde sitze, ja. Man sieht es auch, dass es richtig und das finde ich gibt einem so ein bisschen ein cooles Komfortgefühl und ich sitze rechts, hat also nicht so eine gerade Fläche, wo ich immer so das Gefühl habe, ich rutsche gleich vorne weg, ja. Also wenn ich hier so sitze, ich bin jetzt gefahren 1,80, also Füße kriege ich gut runter, das ist serienmäßig, also so habe ich noch 10 cm Platz und nach oben habe ich auch noch 10 cm Platz, also in Summe knapp, nicht ganz 1,90 passt hier. Zu fünft, naja, zwei hübsche, schmale Mädels noch mit dabei, da passt es. Mittelarmlehne gibt es keine. Was wir Serie haben, ist Kinder Isofix an den beiden äußeren Sitzen und auf dem vorderen Beifahrersitz. Möchtet ihr, dass hier die zwei USB Typ C mitleuchten, dann müsst ihr mindestens die Live-Variante nehmen. Okay? Genau. LED-Leseleuchten hinten haben wir serienmäßig mit an Bord. Und dann seht ihr natürlich jetzt hier den schwarzen Dachhimmel. Den bekommt ihr nur bei der Variante Airline, so wie sie wir hier haben. Genau. Aber nochmal zum Sitzen. Ich finde es eigentlich echt angenehm. Also hier nochmal Haken für was Kleider einzuhängen oder ein Jackett einzuhängen. 4 elektrische Fensterheber haben wir Serie. Also das, ja, viel Plastik. Die ganze Tür ist eigentlich nur Plastik. Also ein Stück komplett Plastik. Ja? Also auch kein Weichplastik oder Stoff. Nur Plastik. Naja, vorne ein bisschen schöner mit ein bisschen Stoff kommen wir noch dazu. Okay, ich bin ein Fan vom Panoramadach, das fehlt uns hier, deswegen ist es auch relativ gedrückt. 930 Euro extra, dann kann man es aber auch schön weit aufmachen. Ja, ein richtiges Panoramadach. Ja, und ansonsten würde ich jetzt sagen, immer vor zum Armaturenbrettcheck, zum Frontcheck. Bis gleich. Armaturenbrettcheck. Von rechts. Kinder, was wollte ich sagen? Genau, Airbag on off. Für, wenn man Maxi Cosi hier auf dem Beifahrersitz hat, können wir das hier ausschalten. Kurz nochmal zu dem
Kunststoff in den Türen. Hier ist jetzt noch ein bisschen Stoff mit dabei, aber da ist schon einiges an Kunststoff mit. Die Chromtürgriffe, Chromumrandung ist bei der Airline-Variante mit dabei. Das gibt es auch in keinem Paket oder extra zu ordern. Was ich wieder besser finde, ist hier diesen Schaumstoff-Kunststoff. Das hätten Sie von mir aus ruhig ein bisschen durchziehen können. Es fühlt sich viel besser an, ist auch wertiger. Und hier, dann sieht man es hier, Ambientebeleuchtung ab der Variante Style serienmäßig. Schaut euch ein extra Video dazu an. Da habe ich ein Video gemacht bei Nacht. Das finde ich auch immer interessant, wie so ein Auto bei Nacht aussieht, weil da fährt man ja auch mal öfters. Handschuhfach? Ich sage mal eine anständige Größe. Leider nicht abschließbar beleuchtet oder gekühlt. Brauchen wir jetzt aber auch nicht unbedingt. Hier können wir noch eine SD-Karte einschieben. Vielleicht auch noch einen Wechsler mit einbauen. Ja. Chip für einen Einkaufswagen und hier können wir noch EC-Karten etc. oder sowas verstauen. Sitze. Sportsitze ab der Style-Variante. Dann haben die hier ein bisschen mehr Halt. Wie sie sich anfühlen, kommen wir im Fahrcheck nachher noch dazu. Airline natürlich eingesteppt, serienmäßig mit dabei. Das müssen wir nicht extra ordern. Isofix ist aus Serie. Fahrersitz, Höhenverstellung Serie. Wenn wir beide möchten, ist es das Sitzkomfortpaket. Das hatte ich schon erwähnt. 86 Euro. Schubladen, beide Höhenverstellungssitze und hinten der doppelte Boden. Und Sitzheizung, genau. Apropos Sitzheizung, wenn ihr es im Einzelnen wollt, gibt es die Sitzheizung ab der Variante Live mit dazu, extra. Und ab der Style-Variante ist die Sitzheizung serienmäßig mit an Bord. Sowie ab Live haben wir serienmäßig die Armlehne, die können wir sogar verstellen. Nicht in der Höhe, aber in der Länge. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Staufächel. Arg viel rein geht hier nicht, aber so ein bisschen was. Das ist okay. Hier haben wir noch zwei kleinere Fläschchen, was wir abstellen können. Wir haben hier Rauchausführungen mit dabei. In dem Fall hier 12 Volt. Handbremse? Ja, keine elektrische Handbremse. Kann man so oder so sehen. Ich finde es bei Fahrassistenzsystem mit Autohol eigentlich besser. Aber da guckt euch das Assistenzsystem-Video an, was ich davon halte. Wie gesagt, Lederhandbremse, Lederschaltknopf ab Style, Lederlenkrad ab der Live-Variante. Lederlenkrad Höhen- und Längenverstellbar haben wir serienmäßig mit an Bord. Induktives Laden, 120 Euro, wenn man das möchte. Oh. iPhone 11 passt hier gut rein. Kann man sogar auch noch ein bisschen größeres Handy nehmen und ist auch beleuchtet. Das passt wunderbar. Oh, hast bloß nur 8%, ne? Klimaautomatik, 375 Euro extra. Ansonsten ist Klimaanlage serienmäßig mit dabei. Oder das ist, ihr habt dieses sogenannte Komfortpaket, was ich vorher bei der Rückfahrkamera erwähnt habe. Klimaautomatik, Rückfahrkamera, schlüssellos starten und schlüssellos öffnen für 775 Euro. Dann ist er dann da auch mit dabei. In dem Fall haben wir dann hier dieses sogenannte Slider-System oder auch, man kann es mit Druckknopf machen. Hat sich verbessert, mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt. Es ist okay und finde, es reagiert auch sehr schnell. Das finde ich gut. Was haben wir denn noch? Gehen wir hoch zum Navi. Wir haben hier in dem Fall das Discover Pro 23 Zoll mit an Bord. Das kostet 1670 Euro. Dann ist ein 10 GB Festplatte etc. mit dabei. Dann gibt es noch das kleinere Discover Media Navi, wenn man das möchte, mit dem 20,3 Zoll. Das kennt man ja schon von VW. Genau, für den Preis 630 Euro. Und ansonsten haben wir ein kleines Standard-Display mit dabei. Apropos Display, wir haben jetzt hier das Standard-Display mit dabei. Das ist serienmäßig. Möchtet ihr, das geht bloß in Verstellung hier in der Mitte. Das sieht man hier mit dem View. Na Moment, wir machen mal Lichtautomatik. Dann ist das hier aus. Okay, jetzt ist die Tür auch noch offen. Ja, müssen wir alles wegschalten. Hier können wir nur das hier in der Mitte verstellen. Und wenn man das Display Pro haben möchte, das gibt es aber der Variante Live für 340 Euro, dann geht es in die ganze Breite, dann sind es 26 Zoll. Das ist dann schon neu. Aber so finde ich es eigentlich stylisch schon mal richtig cool gemacht. Genau. Lenkrad, leicht abgeflacht mit Airline. Das ist in dem Fall hier Serie. Links haben wir die ganzen Assistenzsysteme, Knöpfe. Schaut euch das Assistenzsystem-Video an, da habe ich nochmal alles erklärt. Rechts können wir, wie gesagt, Bildschirm verstellen, laut, leiser. Hier die Displays hoch und runter rattern, was möchte ich. Ne? Da können wir hier auf beide Seiten links rüber, zack, zweimal die andere Seite alles verstellen. Das ist wirklich verständlich gemacht. Schaltpedals beim Doppelkupplungsgetriebe mit dabei. Die brauchen wir nicht extra ordern. Vier elektrische Fensterheber-Serie, Außenspiegel haben wir schon. Wir haben in dem Fall hier mal die Lichtautomatik mit dabei. Und ja, was haben wir noch? Ah ja. Spiegel mit Beleuchtung, Schminkspiegel, ne? Ab der Live-Variante Serie. Im Grundvariante Taigo haben wir die nicht. LED
Innenraumbeleuchtung ist auch serienmäßig mit dabei. Alu-Pedalerie haben wir noch bei der Airline auch mit dabei, serienmäßig. Das kennen wir schon von der Airline-Variante. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, soweit. Fällt dir noch was ein? Dann würde ich sagen, gehen wir ab zum Achscheck, zum Frontcheck und zum Motorcheck noch. Bis gleich. Kommen wir zum Achscheck. Bevor ich es vergesse, wieder mal vielen Dank Autohaus Weber, Kalf, Leonberg, Herrenberg und Weilderstadt für dieses schöne Wägele. Ja, das Airline-Zoge ist jetzt schön rund geschwungen. Mir hat persönlich das alte besser gefallen, aber das ist eine Geschmackssache. Ja, achstechnisch 310 Euro für das Sperrdiff inklusive Fahrmodi-Schalter, habe ich schon Ihnen erwähnt. Beim 150 PS durchaus sinnvoll, weil wir haben nicht so viel Gewicht auf der Achse, weil das Ding wiegt ja gerade mal maximal 1300 Kilo, je nach Ausstattung. Dann zerren die schon ein bisschen davon und dann macht es schon Sinn. Reifengröße. 6J mal 16 bei der Grundvariante, nenne ich es mal Taigo, Stahl. 6J mal 16 Alu ab Live. 6,5 mal 17 ab der Variante Style und Airline. Und wir haben hier drauf 215,45 optional, hier in dem Fall 405 Euro, 18 Zoll. Schwarz, Hochglanz, gedreht, sieht edel aus, passt gut zum Auto. Allradantrieb suchen wir, in dem Fall 4Motion bei VW, vergebens, haben wir hier nicht dabei. Gehen wir gleich vor. Zu erkennen, Airline-Variante, hier bei allen Modellen eigentlich diese Auswuchtung hier raus zu. Ab der Style-Variante haben wir auch das ganze Chrom hier an der Frontschürze. Abbiegelicht, LED-Nebelleuchte vorne ab der Style-Variante serienmäßig. Wie gesagt, die Parksensoren ab Live auch vorne serienmäßig und dann gehen sie auch automatisch, wenn man auf dem Hindernis fährt, an. Das LED-Tagfahrlicht hier ist Serie. Wir haben also LED-Abblend- und Fernlicht-Serie. Wir haben hier das IQ Light Matrix-Serie ab der Style-Variante mit dabei. Schaut euch das Video an, wie es ausleuchtet etc. Ist ein richtig gutes Licht, funktioniert auch richtig schnell mittlerweile. Und dann ist auch dieses Leuchtband mit dabei. Und das finde ich persönlich richtig cool. Das gefällt mir. Machen mittlerweile auch viele Hersteller. Ich finde es aber trotzdem eine schicke Geschichte. Hier vorne drin sitzt noch das ACC-Abstandsassistenzsystem. Wir haben das IQ Drive mit an Bord Assistenzsystem. Schaut euch das Video nochmal extra an. Da wird es nochmal erklärt, wie das alles funktioniert. Und dann auch nochmal mit dieser sogenannten Auto-Hold-Taste, was ich da gerne hätte. Ja, ansonsten, ja, schickes kleines SUV. Ich würde sagen, Björn, ab zu den inneren Werten hier drin. Bis gleich. Kommen wir zum Motorencheck. Was wir nicht haben, Haubenlifter, egal, ist halt so. Was wir haben, sind drei Benziner. Leider kein Diesel, kein Hybrid oder sonst irgendwas. Vorerst. Wo geht's los? 95 PS, 3 Zylinder, 1 Liter Hubraum, 175 Newtonmeter. Das Ganze geht los bei 1600 Umdrehungen. Also da kommt relativ gut schon aus den Pötten. Den Motor mit 5-Gang-Getriebe gibt es nur in der Grundvariante Taigo. Rennt 183 km/h, schnell. Dann ist die nächste Stufe auch 1 Liter. Das sind die 110 PS. Die haben dann schon 200 Newtonmeter. Der Motor geht ab der Live-Variante los. Und der rennt sage und schreibe 190 Stundenkilometer, geht allerdings dann erst bei knapp 2000 Umdrehungen los. Da finde ich schon so ein kleines Loch mit dabei. Der hat dann schon 6-Gang. Und den Motor, was wir hier haben, die höchste Variante momentan, 4 Zylinder dann, 1,5 Liter, 150 PS, 250 Newtonmeter, rennt 213. Wir haben ein VMAX-Video gemacht, bis, schaut es euch an, was wir gefahren sind. Den gibt es ausschließlich mit dem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe in der Airline-Variante. Genau. Ansonsten gibt es nicht viel zum sagen, was ich gut finde. Wir können hier wieder Öl direkt messen. Hier kann man das Öl direkt einfüllen. Ansonsten unspektakulär, Starterbatterie. Ja, hier können wir Spritzwasser einfüllen. Auch am Rande ist auch okay soweit. Unspektakulär. Ach ja, ab 1500 Umdrehungen geht der hier los. Das merkt man auch, da kommt relativ schnell in die Pötte. Ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen ab auf die Spur. Das heißt, wir machen unseren Fahrcheck und danach kommen wir noch zum Fazit. Bis gleich. Kommen wir zum Fahrcheck. Wir haben einen sehr angenehmen Blinker und ich muss sagen, das Ding ist so richtig quirlig. Der hat eine, lenkt gut auf der Vorderachse ein, finde ich.
Fahrmodi-Schalter, Fahrprofile, kostet extra, normal, relativ entspannt. Und jetzt gehen wir da mal auf Sport. Erstens nimmt das Gas mehr an und die Lenkung wird ein Ticken direkter. Und ich finde, das macht er aber richtig gut. Also, das gefällt mir, das macht echt Spaß. Und dann nimmt er natürlich auch mehr Gas an. Ich kann dann aber auch manuell nach rechts tippen oder mit meinen serienmäßigen Pedals beim Doppelkupplungsgetriebe. Ne? Und typisch DSG, schnell. Und spektakulär. Und er brummt auch nicht arg hoch zu. Finde ich gut. Schaltet schnell. Zweiflutige Auspuffanlage, jawohl. Aber das Lenkrad liegt gut in der Hand, leicht abgeflacht. Schöne Dicke, nicht rutschig. Ja, habe ich schon andere Autos gehabt, da war das Lenkrad richtig rutschig. Und der lenkt richtig gut ein mit seinem niedrigen Gewicht. Wir haben Sperrdiff mit dabei in dem Fall, kostet extra. Und jetzt gehen wir mal runter. Boah, das macht er gut. Und jetzt gehen wir mal hoch. Ja? Also nur ganz oben da bei den 6000 Touren oder sowas, da brummt er ein bisschen. Drücken wir unseren Fahrmodi-Schalter. So, immer auf Öko. Und normal in dem Fall. Dann ist der recht entspannt. Muss man schon sagen. Riesenspiegel, finde ich, hat er. Das ist brutal. Aber man hat richtig was im Blick. Ich finde sie schon richtig globig. Aber sie passen, hat eine gute Übersicht. Nach vorne geht's. Wie gesagt, die Parksensoren gehen automatisch an, wenn man auf ein Hindernis zufährt. Nach hinten mit dieser Schräge. Es geht eigentlich, ja. Die C-Säule ist nicht so monströs breit. Sie ist natürlich schon breit, aber nicht so arg wie schon bei vielen anderen Autos. Dadurch, dass das Dreiecksfenster hinten relativ nah da sitzt, hat man so das Gefühl, man sieht hinten richtig gut raus. Aber wir haben ja Ablive-Parksensoren mit dabei, beziehungsweise optional die Rückfahrkamera. Von dem her völlig entspannt. 360 Grad, wie gesagt, gibt es keine. Aber so fährt er gut. Ein bisschen sportlicher fahren. Sitze mal kurz testen. Gehen wir mal rein hier. Also der ist echt handlich. Den kann man richtig gut in die Kurven werfen. Alter, der macht echt Spaß. Ist nicht umsonst so ein kleines Sport-SUV, ne? Die Sitze, guten Seitenhalt. Oh, Reifen quietschen ein bisschen, okay. So, jetzt gehen wir hoch. Da haben wir hier vorne so einen kleinen Hubbel. Mal gucken, was er da macht. Ach, gar nichts durch das Gewicht. Super. Wunderbar. Macht echt Spaß. Das Ding ist so richtig ein bisschen handlich, muss ich sagen. Ohne Spaß. Seitenhalt ist okay, völlig. Muss mich nicht arg am Lenkrad festhalten. Meine Schenkelauflage könnte ein bisschen länger sein. Aber die Seite ist okay. Die Sportsitze gibt es ja, habe ich ja beim Armaturenbreitcheck gesagt. Ab der Variante Style, serienmäßig. Ansonsten Mittelarmlehne, ab live mit dabei, ausziehen, gechillt sitzen, Überblick. Ich komme überall, ohne mich zu strecken, wunderbar hin. Okay, das Slider-System, mir es gefällt, aber wir können auch tippen. Von dem her ist es, hat man sich mittlerweile auch dran gewöhnt, finde ich. Also, dann kann ich ja noch umschalten, mache mein Tacho rein oder nur Zahlenwerte, mache hier mein Tacho rein. Das ist das Grundtacho, ansonsten optional, wie gesagt, das Pro-digitale Display, das geht dann in die ganze Breite und dann kann ich mir aus Navi und so anzeigen lassen. Ja, habe ich alles, was ich brauche, super. Perfekt. Links Assistenzsysteme, rechts View, Radio, Bordcomputer hoch und runter blättern. Ja, das ist wunderbar. Ja, fährt sich gut. Ja, Abrollgeräusche sind okay. Durchbimmern auch, hat aber auch noch nicht so viel Kilometer. Aber ne, schönes, kompaktes Ding hier, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, Sitzauflage, Schenkel könnte ein bisschen länger sein. Das finde ich ein bisschen kurz. Aber ansonsten entspannt. Ab zum Fazit. Fazit. Ich streichel mal den schönen Taigo. Also mit dem schönen Lichtband, gell? Sieht schon edel aus. Mir hat er gut gefallen. Ich finde, er macht den Spagat zwischen Polo und T-Cross richtig gut. Ich mag diese Coupé-Form. Wenn man jetzt nicht so übermäßig viel Platz braucht, finde ich es echt eine tolle Alternative. Er ist quirlig, er ist wendig, er ist leicht,
Er ist leichtfüßig, finde ich. Ja, er hat seine Stärken und Schwächen. Mache ich wieder eine Liste, meine persönliche Meinung dazu. Ne? Und ja, ich finde, den haben sie gut gemacht. Also, und optisch gefällt er mir auch sehr gut. Nicht zu viel Kunststoff. Schöne Absätze, schöne Farbe. Jetzt hier die Kombination mit dem IQ Matrix. Ja, maximal 38.000 Euro. Vielleicht noch Panoramadach dazu, 39.000 Euro. Dann habt ihr ein richtig gutes Auto, finde ich. Schön Platz. Kann man zu viert gut wegfahren. Was will man mehr? In diesem Sinne nochmal vielen Dank ans Auto aus Werber, Weilerstadt. Gibt aber noch Leonberg, Herrenberg und Kalf. Sagt ein Gruß vom Schwabenchecker, das war's. Bleibt weiter gesund. Wir sehen uns bis bald. Ciao.